Yannick Steimle, wie war dein Paris-Roubaix? Finde keine Worte. Für die Edition heute. Ich habe mich eigentlich den ganzen Tag gut gefühlt, aber bin ins erste Pavé schon viel zu weit hinten reingefahren und bin eigentlich den ganzen Tag lang hinterhergefahren, anstatt wirklich mal im Rennen geschehen zu sein. Aber ja, ich wusste wie in Flandern, dass ich die Beine habe und habe eigentlich nie aufgegeben. Bin einfach meinen Stiefel weitergefahren, habe mich immer wieder in Gruppen gefunden und ich habe keine Ahnung, wo ich am Ende gelandet bin, aber ich habe einige Leute unterwegs aufgesammelt. Was hat es heute so besonders schwer gemacht? Der Rückenwind, das Tempo, was war's? Ich meine, jedes Rennen, wo wir fahren, ist gefühlt die schnellste Edition. Jede Woche brechen wir irgendwelche Rekorde, was die Geschwindigkeit angeht. Aber natürlich der Rückenwind, aber auch ab und zu Windkante, wo wirklich ja, mega ätzend war, in der Reihe zu fahren. Viele Stürze. Und ich muss sagen, mein großes Ziel war heute eigentlich stutzfrei und mit einem guten Gefühl ins Ziel zu kommen, um jetzt in eine kleine Saisonpause zu gehen. Und ich glaube, genau das habe ich eigentlich erreicht. Unterwegs wahnsinnig viele Zuschauer. Kann man das ein bisschen genießen? Ah, ich muss ehrlich sagen, ich bin in den ganzen Rennen immer in einem Tunnel drin, dass ich eigentlich nicht viel mitbekomme. Aber natürlich ist es einfach, der Lärmpegel ist riesig, aber ich realisiere das eigentlich gar nicht so und bin so auf das Hinterrad von meinem Vordermann fokussiert oder auf mich selber, dass ich eigentlich alles ausschalte während dem Rennen und wollte ich meine Freundin mit herbringen, dass sie die Atmosphäre mal sieht. Wir haben es leider ein bisschen verkackt, um das wahr zu machen. Das bereue ich jetzt gerade ein bisschen, weil ich glaube echt ein starkes Rennen gefahren bin und habe dann auch unterwegs gedacht, okay, wenn sie jetzt schon nicht hier sein kann, dann zeige ich wenigstens was, dass sie mich ab und zu im Fernseher sieht. Wie lange wird es jetzt dauern, bis du sagst, ich freue mich aufs nächste Paris-Roubaix? Ich meine, es war jetzt mein zweites Mal. Letztes Mal war es relativ ähnlich. Vor 2 Jahren war schon Windkante am Start. Das Feld war relativ früh auseinandergepflückt. Ich musste aber viel arbeiten. Bin dann eigentlich bis in Arenberg mit der Spitze gefahren und danach hat es mich komplett parkiert. Aber ich muss sagen, mein Rücken hat mir heute so zu schaffen gemacht, jetzt schon von Anfang an heute, dass ich echt Angst hatte, dass mir der Rücken zumacht und natürlich mit dem Kopfsteinpflaster wird es nicht besser. Weil ich jetzt die ganze Klassikerperiode schon ein bisschen Rückenprobleme habe, weil es halt ja, harte Rennen sind, 260 Kilometer rechts, links, hoch, runter. Das geht alles schön hinten auf die Bandscheibe und ich freue mich jetzt wirklich, die Beine ein bisschen hochzunehmen. Dann eine wohlverdiente Pause, danke dir. Danke.